Hey. Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Ein kleines Zitat aus dem Trailer. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Folge Joe zu seiner Garage. Hast du in 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mehr allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Ein nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow, hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Machen wir mal die Tür auf. Sag mal, könnte ich vielleicht... Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist... Gibst du ein bisschen mehr Gas als normal? Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Man kann selbstverständlich auch mit den Pfeiltasten fahren. Das ist okay. Alles überhaupt und kein jetzt Problem. Rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Ups. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Na, das passiert schon nicht. Ich kann auch hier irgendwie so ein Tempomat, mit L war das, genau, Tempobegrenzer. Was ich noch erwähnen will, wir haben hier rechts... Hey Vito, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell, woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Na, entweder schenkt er uns eins oder wir müssen uns eins klauen. Rote Ampel sind was für rote Ampelanhalter. Neben dem Radar haben wir sicherlich natürlich noch den... Ja, du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Ich darf anscheinend irgendwie nicht reden. Na egal. Auf jeden Fall, wir haben hier eine Tankstelle. Also ich habe die Lenkung irgendwie besser in Erinnerung. Also, wir haben hier eine Tankstelle, die können wir natürlich auch benutzen zum Tanken. Wir haben unter dem Tempobegrenzer einen Tank, der ist halb voll momentan. Was relativ praktisch ist, der Giuseppe wohnt hier hinten. Oder zumindest ist sein Geschäft hier hinten. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Was? Mein Wagen?
Super. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Und brauchen die dann Waffenscheine? Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere wieder. Gut, dann nehme ich mir die Entlassungspapiere. Wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Drück am Tresen E, um das Shop-Menü aufzurufen. Dietrich kaufen. Sehr gut. Beenden. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte aneben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Okay, also, verwende W oder S, um den Stift zu bewegen. Sobald er in der richtigen Position ist, drückst du E, um ihn einrasten zu lassen. Also, mit S bewege ich diesen Bolzen hier. Der leuchtet irgendwann grün auf. Und dann drücke ich E. Dann ist er quasi eingerastet. Mach jetzt mit allen drei und immer E. Zack, und dann ist das Schloss offen. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Schon wieder. Mann, Entschuldigung. So, ich darf doch wohl die Tür aufmachen. Willst du den Wagen immer noch knacken? Na, was ist das? Hast du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Stiehl den Jefferson. Kein Problem. So, das wird wohl ein bisschen schwieriger sein. Es sind aber auch nur drei Bolzen. So. So und... Ah, so. Perfekt. Einmal einsteigen und kurz schließen. Das ist nicht gut. Polizei hat das gesehen. Drück drauf! Roger. Autodiebstahl im Gange. Ich würde garantiert... Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell! Alles klar. Oh. So, die Sterne, wie das eben gezeigt wurde, die sind dafür da. Oh. Ja. Jetzt muss ich warten, jetzt habe ich das schon abgehängt. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Ja, hier das Wanted, das heißt nur, die Polizisten merken hier, sich auch unser dem Schild. Werkstatt-Tor. Und unser Nummerschild. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Ja, ich drück auch auf die Hupe. Jetzt halt auch mal den Schnabel. Das ist einfach nur dazu, da, ja, das schreiben sich das Nummerschild auf, wenn sie unser Nummerschild irgendwann mal wiedersehen. Also HQ251. Dann geht die Sirene an. Hey. Ich denke, wir werden später auch mal die Musik genießen, wer können. Mittlerweile ist das ein bisschen schwierig. Kumpel? Ich möchte die Kennzeichen wechseln. Kein Problem. Das ist nämlich das. Wir heißen nämlich jetzt JQ250. Kennzeichen kaufen. Dankeschön. Kannst du auch irgendwas anderes machen? Ich möchte gerne eine andere Farbe. In jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Du kannst den Motor tunen und so die Fahrleistung verbessern. Joe wird diesmal für die zahlen. Ja, gerne doch. Was nehmen wir denn hier? Ich hatte vorhin mal so ein schönes Blau. Das nehme ich wieder. Leistung verbessern. Motor ist voll getuned. Da kann man ja nicht erzählen. Vielen Dank. Ich habe doch so ein DLC. Da müsste ich doch damit dann noch den Turbolader einbauen können. Na egal. Turbolader kommt später. Gut. Dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay. Wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Okay, ab wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar...
Und bevor uns die Witze erzählen, machen wir erstmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, in der ersten Folge war es ein bisschen doofer Cut. Ich entschuldige mich dafür und hoffe, ich kriege das nächste Mal besser hin. Ich denke, ich habe aber den Anfang relativ gut hinbekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.